Ich heiße Maximilian Grünewald, ich bin 20 Jahre alt, ursprünglich komme ich aus Coburg in Oberfranken, bin jetzt aber seit 1,5 Jahren hier in Berlin zum Studieren. Ich studiere Geschichte und Theaterwissenschaft, wobei ich sagen muss, dass mir die Theaterpraxis mehr liegt als die Theorie, deswegen bewerbe ich mich parallel auch noch an Schauspielschulen. Ich interessiere mich für alle möglichen Arten von Bewegung. Ich habe alle möglichen Sportarten ausprobiert, Fußball, Klettern, Karate 4 Jahre lang. Badminton, Laufen, alles Mögliche. Alles, was mit Bewegung und Akrobatik zu tun hat, interessiert mich wahnsinnig. Dazu gekommen bin ich eigentlich durch einen Freund, der hat gemeint, ich soll doch mal einen Jugendclub vorbeischauen von unserem Landestheater in Coburg. Und das habe ich dann auch gemacht. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Am meisten interessieren mich Schillerfiguren. Die sind immer so extrem. Die haben immer nur Hölle oder Himmel. Deswegen finde ich das unglaublich spannend, die zu spielen. Ist immer eine Herausforderung. Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein und bei meiner Ehre. Ich werde sie auch geltend machen. Warum bin ich denn nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum denn ich der Einzige? Warum musste sie denn mir diese Bürde von Hässlichkeit aufladen? Gerade mir? Warum denn mir dieses Mohrenmaul, diese Lappländernase, diese Hottentottenaugen? Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Haufen geworfen und mich daraus gebacken. Mord und Tod! Franz Mohr ist verstört. Ist ein verstörtes Kind, das überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht, aber plötzlich Macht an die Hand bekommt oder sie sich einfach an sich reißt und dadurch unkontrollierbar wird, auch für sich selbst und auf einmal keine Grenzen mehr kennt. Das ist dein Bruder. Das ist doch verdolmetscht. Er ist aus eben dem Ofen geschossen, aus dem auch du geschossen bist, also sei er dir heilig. Merkt doch mal einer, diese verzwickte Konsequenz, diesen possierlichen Schluss. Von der Nachbarschaft der Leiber auf die Harmonie der Geister. Von ein und derselben Heimat zu ein und derselben Empfindung. Aber weiter. Hier, es ist dein Vater. Er hat dir das Leben gegeben. Du bist sein Fleisch, du bist sein Blut. Also sei er dir heilig. Ich möchte doch fragen, warum hat er mich gemacht? Doch wohl nicht gar aus Liebe zu mir, der ich erst ein Ich werden sollte. Oder wusste er, was ich werden würde? Das wollte ich ihm nicht raten. Sonst möchte ich ihn dafür strafen, dass er mich dennoch gemacht hat.